Ich finde, wir sollten den Slogan unserer Stadt ändern. Dein Ort, um nach Hause zu kommen, ist missverständlich. Besser wäre, hierher kommst du immer gern nach Hause. Wir brauchen einen Übergang auf der Trent Avenue zwischen der Frost und der Allegheny. Und außerdem... Oh Mann, hat ein UFO neulich Nacht in meinem Garten die Azaleen ruiniert beim Absturz. Die Vogeltränke ist mit draufgegangen. Wenn sie so reden, dann nehmen die uns noch weniger ernst als sowieso schon. Sagten sie gerade UFO? Verflucht, was ist das? Ich habe davon im Raumschiff erzählt. Da kam der kleine Mann raus. Das darf niemand erfahren. Du sagst es keinem Menschen. Darf ich ihn anfangen? Hey. Ich werde ihn nicht sehen dürfen. Der Zug ist abgefahren. Wir können ihr nur vertrauen. Oder wir töten sie. Wie bitte? Ihr werdet mich nicht töten. Eher bringe ich euch um. Schluss damit. Was hältst du von dem Namen Jules? Er ist kein Jules. Für mich ist er Gary. Ihr Dad hat gestern massenhaft Äpfel gekauft. Er meinte, sie sind für einen Alien. Vielleicht sollte das ein Witz sein. Danke für die hübsche Zeichnung. Ihr meint immer dasselbe. Vielleicht will er dir damit was sagen. Dad, was soll das? Ich mach mir Sorgen. Du verhältst dich komisch neuerdings. Denise, mir fehlt nichts. Und warum sagst du dann, du kaufst Äpfel für einen Alien? Die Behörden suchen nach Überresten eines abgestürzten Aufklärungssatelliten. In jedem Moment, der vergeht, wächst die Gefahr, dass sie ihn finden. Du kennst doch die Filme. Du weißt, was sie mit diesen armen Wesen machen, wenn sie hier landen. Jules ist mir unheimlich ans Herz gewachsen. Es ist wegen Dad. Er kauft Äpfel für ein Alien ein. Department für nationale Sicherheit, machen Sie auf! Sie kommen! Wir sind schon so eine Art Vierer-WG. Ich find's gut. Wir sind dir so dankbar. Hey, you got me. Wie bitte?